Na sowas, Ellie ist einfach mit einem Pferd getürmt. Wir sollten sie schnellstens einholen. Na komm. Na dann, komm mal, Pferdchen. Geht das nicht schneller? Na gut, ist trotzdem mal eine coole Abwechslung, dass wir jetzt mit dem Pferd unterwegs sind. Finde ich gut. Und die Musik ist toll. Wir finden sie. Keine Sorge. Na hoffentlich. Ach immer, Ellie, Ellie, Ellie. Eigentlich nicht. Ich weiß nicht, was sie hat. Hat sie geahnt, dass Joel nachher weggeht? Will sie bei Joel bleiben und lockt sie ihn damit heraus, sodass er mitgeht? Wer weiß. Ich kann sie ja verstehen. Sie hat Joel richtig ins Herz geschlossen, glaube ich. Hier geht's nicht weiter. Toll, wo ist sie denn dann hin? Ja, und jetzt? Na komm! Na gut, dann müssen wir halt da unten lang. Mitten durch den Wald. Natürlich. Ellie, was soll das denn bloß? Genau. Was hast du denn jetzt vor? Was bringt das alles? Komm schon, Ellie, zeig dich. Nicht, dass dir noch was passiert. Da, Spuren. Sie muss doch hier irgendwo sein. Komm. Aber wo? Komm. Bist du hier? Wow, 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 wow. Wow. Ich geb dir Deckung. Wie viele sind es? Verdammt viel zu viele. Geh außen rum, ich geb dir Deckung. Nein, Mann, Mist. Ja, und du schießt überhaupt nicht, oder was? Ey, bist du blöd? Nett, dass du sowas von abknallen können. Der ist genau vor deiner Flinte gestanden. Aber nein, du stehst einfach da rum. Gott. Was für ein Volltrottel mein Bruder doch ist. Nein, wo kommt das her? Wo kommt das her? Da drüben sehe ich was. Naja, ich hab dich gesehen. Ein Visier glänzt. Ich habe ja auch nur noch einen Schuss. Der muss sitzen. Und der hat nicht gesessen. Okay, so ist es schwer. Der ist zu weit weg. Schwankt zu viel. Vielleicht hätte ich das doch mal verbessern sollen. Können wir das verbessern? Nee, das kostet 50. Da fehlen uns noch ein paar. Nee, brenn doch selber. Ich hab keine Lust zu brennen. Boah, die lauern ja überall. Da oben ist nur einer. Fuck. Ja, was denkst denn du? Klar hab ich eine Knarre. Kacke. Du wirst brennen, Arschloch. Ich kann nichts tun, die kommen nicht nach vorne. Ich treffe die hier nirgends, weil ich sie nicht sehe. Du wirst brennen, Arschloch. Ja, was tust du denn da? Der, das ist ein Fail. Der schießt die ganze Zeit einen Molotow, aber dabei schießt er gar keinen. Du wirst brennen, Arschloch. Ja, ich hab doch kapiert. Brenn doch selbst. Du wirst brennen, Arschloch. So. Jetzt gib Ruhe. Ach, der macht ja immer noch weiter. Ich werde dich abfackeln. Jo, jetzt fackel dich mal selbst ab. So, der andere ist hier hinten. Nein, ist nicht. Boah. Nein, 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 nein. Bist du tot? Bist du tot? Nein. Bist du jetzt tot? Komm, steh nicht mehr auf, steh nicht mehr auf. Wie viele sind das noch? Oh, Schrotflinte, Schrotflinte kommt hier.
Warum rennt der mir vorbei? Nein, der ist noch nicht tot. Boah. Geschafft. Ach so, das bist du. Sag doch das. Hat dich fast gekillt. Nachladen. Wo sind die anderen? Wie viele sind es noch? Und wo sind wir gelandet? Und wo ist Ellie zum Teufel? Hier draußen ist doch noch jemand da hinten. Ich hab dich! Nein, ich hab dich! Ah, es hat ihn nicht ganz erwischt. Schneller, Joel, beeilen wir uns, dann kriegen wir ihn noch. Hinter dir! Oh, jetzt ist meine schöne Axt kaputt wegen dir. Hier gab's noch Munition. Wo rennst du denn jetzt hin? Oder holst du das Pferd? Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Okay, ich komm mit dir. Wart auf mich! Komm, zu den Pferden! Ja, wo sind denn die? Ach, da. Ja, kommt her, Pferdchen. Kommt zu mir. Sehr gut. Du kannst ja weitergehen. Mensch, geh Ellie. Her. Ellie kann aber nicht hier durchgekommen sein. Da bist du wohl. Die Spur geht hier weiter. Hoffentlich ist sie entkommen. Wie sind die da durchgekommen, ey? Na gut, solange sie weitergekommen ist. Mensch, Ellie, mach doch nicht solche Dummheiten. Zeig dich doch endlich. Ich mach mir doch echt Sorgen um dich. Schön mit der Sonne. Schöne Schattenwürfe auch. Gerade eine super Stimmung hier. Erinnert mich ein bisschen an unsere Ausritte in Red Dead Redemption. Unser Pferd, sie muss da drin sein. Na dann gucken wir mal nach. Okay, na los. Sieht sicher aus. Ellie, bist du hier? Vorsicht! Ellie? Ellie? Ich bin hier! Oh, Herrgott! Wo ist hier? Ich halte wach. Ihr solltet euch mal unterhalten. Ja, das ist eine gute Idee. Ellie, wo bist du denn jetzt genau? Was für ein Riesenhaus. Hallo? Oh. Nehmen wir natürlich noch mit. Vielleicht noch kurz gucken, ob wir was erstellen können. Oh ja, genau. Medikits. Das ist sehr gut. Hier auch noch was Kleines. So. Mensch, Ellie, wo bist du denn abgeblieben? Hier bist du ja wohl nicht. Ohne Dusche. Ja, Ellie suchen, egal, komm. Wir stecken zuerst mal alles ein, was wir finden. Bist du hier hinten? Nicht so überreagieren, Joel. Haben Sie sich nur darum Sorgen gemacht? Jungs? Filme? Welcher Rock zu welchem Shirt passt? Das ist schräg. Steh auf.
Wir gehen. Komm. Und wenn ich nicht will? Weißt du überhaupt, was dein Leben bedeutet? Einfach weglaufen, dich selbst in Gefahr bringen? Das ist ziemlich bescheuert. Na, dann sind wir wohl beide voneinander enttäuscht. Was willst du von mir? Gib zu, dass du mich die ganze Zeit loswerden wolltest. Tommy kennt das Gedicht besser als... Vergiss es! Tut mir leid, aber ich vertraue ihm mehr als mir selbst. Hör auf mit dem Scheiß! Wovor hast du solche Angst? Dass ich so ende wie Sam? Ich kann mich nicht infizieren. Ich komme gut zurecht. Wie viele Beinahe-Unfälle hatten wir schon? Na, bis jetzt ist es doch ganz gut gelaufen. Und ab jetzt läuft es noch besser mit Tommy! Weißt du, ich bin nicht Was? Sie. Maria hat mir von Sarah erzählt. Ellie! Du bewegst dich hier auf verdammt dünnem Eis. Es tut mir wirklich leid für dich, Joel. Aber ich habe auch jemanden verloren. Du hast keine Ahnung, was Verlust heißt. Alle, die mir wichtig waren, sind entweder gestorben oder abgehauen. Alle? Außer dir, verdammt! Also sag nicht, dass ich bei jemand anders sicherer bin, denn das macht mir einfach nur noch mehr Angst, verdammt! Du hast recht. Du bist nicht meine Tochter. Und ich bin ganz sicher nicht dein Dad. Und ab jetzt gehen wir getrennte Wege. Lass das jetzt! Wir sind nicht allein! Zwei kommen gerade rein. Und es sind schon welche da. Joel, du bist manchmal so ein Arsch. Gut, mal gucken, ob wir hier irgendwie durchkommen. Oh, Ellie tut mir gerade sowas von leid. Verdammt, ich hätte ihn greifen sollen. Das war nicht gut. Jetzt haben die anderen uns sicher gehört. Immerhin hat der Typ Munition. Nee, er hat uns nicht gehört. Sehr schön. Oh, verdammt. Nein! Die Schnauze, halt die Schnauze, halt die Schnauze! Boah. Sind die anderen? Wo sind die anderen? Sind die alle unten? Bleib da! Mensch, wir hatten so viele gute Zeit mit Ellie. Du kannst sie doch nicht einfach so abschieben. Du bist so ein Mistkerl, Joel. Du bist einfach... Das, was mit deiner Tochter passiert ist, das kannst du nicht rückgängig machen. Und das musst du nicht an Ellie auslassen. Oh, nee. Scheiße. Ja, kommt nur hoch, wenn ihr euch traut. War nicht so eine gute Idee, was, Kumpel? Wärst du mal lieber unten geblieben? Ja, du kannst auch gleich verschwinden. Ich hab gesagt, du kannst verschwinden. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Munition. Schnell mal nachladen. Haben wir eigentlich auf der Schrob mittlerweile okay. Die Munition? Alles nee. Sauber! Gehen wir raus zu dem Pferd! Ach ja. Gleich, ich will mich noch umgucken hier. Das ist so ein Riesenhaus, hier gibt's ja vielleicht noch was, wie zum Beispiel die Firefly-Anhänger. Und zwar von Brent Pino 000317. Ellie, tut mir so leid, da war ich schon fast in Tränen nahe. Ohne Scheiß jetzt. Echt gut gemacht hier. Da kommen Emotionen hoch. So, das nehmen wir alles noch mit. Oh. Da haben wir auch noch Gegenstände. Das wird natürlich auch eingesackt. Vielleicht können wir nochmal was erstellen. Oder hier. 40 haben wir immer noch. Okay. Gut, hier noch Medikit.
Ja, ansonsten war's das. Ich glaube, hier geht's auch nicht mehr viel. Gehen wir also nach draußen. Oh, vielleicht hier noch. Oh ja, genau das, was ich brauche. Und zwar Schwanken der Waffe jetzt mal ein bisschen senken hier. Das könnte doch ganz nützlich sein, habe ich gemerkt. Alles klar. Brauchst du Hilfe? Geht schon. Na los. Das ist es. Heute machen wir einen Kinoabend. Wo ist dieses Labor? Am anderen Ende. Universität von Ost-Colorado. Die Bighorns. Ellie, runter vom Pferd. Gib es bitte Tommy. Ich würde es gern behalten, wenn es dir recht ist. Na los, ich sage es nicht nochmal. Was hast du vor? Naja, deine Frau macht mir Angst. Ich will nicht, dass sie wütend wird. Tut mir leid, dass ich das Pferd gestohlen habe. Hey, komm mit zurück und lass uns noch mal drüber reden. Ja, du kennst mich. Ich bin ein sturer Bock. Universität von Ost-Colorado. Und wie finde ich dieses Labor? Im Forschungstrakt. Sieht aus wie ein großer Spiegel. Könnt's nicht verfehlen. Pass gut auf deine Frau auf. Du bist immer willkommen, okay? Alles klar? Alles klar. Adios, kleiner Bruder. Na los. So gefällt mir das schon viel besser. Mach's gut, Tommy. Und wenn man die 10 Yards schafft, ist wieder erster Angriff? First down, genau. Mann, wie kompliziert. Man muss es nur ein paar Mal spielen, dann weiß man das. Gut, Freunde, wir sehen uns das nächste Mal wieder in The Last of Us. Zum Glück hat sich Joel so entschieden. Denn Ellie können wir nicht alleine lassen. Ich glaube, fast nur wir können sie beschützen. Und nur uns vertraut sie wirklich. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, ciao.